Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Schminkboxen des letzten Monats, also aus dem März. Es sind wieder drei Stück. Mit der einen bin ich heute geschminkt, die seht ihr also die ganze Zeit auf meinem Gesicht. Die wurde von Jan zusammengestellt. Er durfte sich aus meinen Schubladen etwas aussuchen und das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Und die anderen beiden Schminkboxen, die habe ich mitgefilmt, also beziehungsweise ich habe mitgefilmt, wie ich die Sachen aufgetragen habe und werde euch das dann jeweils einblenden. Ich würde sagen, ich starte einfach mit der, die ihr schon seht in meinem Gesicht und blende euch jetzt erstmal die Clips ein, wie die denn entstanden ist. Bitte als erstes einen. Den hast du schon mal ausgesucht. Was? Das ist kein Primer. Hier oder da? Den? Okay. Dann ein Concealer. Den? Nein. Welchen denn? Den. Jo. Eine Foundation. Die ganze Schublade ist Foundation. Ach so. Eine der besten, die es gibt. Dann nehmen wir bitte eine. Ah ne, vorher Puder. Ja. Dann einen Bronzer. Ein Blush. Highlighter. Das ist ein Blush. Den da. Dann etwas für die Augenbrauen. Da habe ich keinen Anspitzer geradezu. Ja, mein Gott, ich mache dir das auch schwer, ne? Den hier. Dann eine Mascara. Die. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ist bei den Lippen dran. Etwas hier draus. Der. So, ich habe mich heute dafür entschieden, dass ich nur diesen Primer oder diese Creme verwende ohne die Foundation. Die Foundation habe ich in den letzten Tagen getragen, könnt ihr in einem der letzten Videos sehen. Steht ja meistens in der Infobox, was ich drauf habe. Habe ich die da irgendwo getragen? Naja, auf jeden Fall ist es eine Foundation, die ich schon oft getragen habe, euch schon oft empfohlen habe. Das hier ist von Essence, die Magic All-in-One Face Cream. Ich glaube, die gibt es seit einiger Zeit nicht mehr im Sortiment. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil ich die echt ganz lieb gewonnen habe, muss ich sagen. Das ist eine Creme, die enthält ganz viele kleine Farbkügelchen, die, wenn ihr die Creme verreibt im Gesicht, also ich habe die mit den Händen aufgetragen, die dann platzen und Farbe einfach abgeben. Und es ist halt so Farbe gemischt mit Creme. Und es ist eine wirklich sehr, sehr angenehme Creme, die auch gut einzieht, die gut auf der Haut sitzt und einfach, ja, eurem Gesicht Farbe und Pflege verleiht. Die Farbe ist tatsächlich schon relativ dunkel. Sie soll sich dem Hautton anpassen. Ich weiß jetzt nicht. Also ihr seht sie, na, die Wangen würde ich jetzt mal ausblenden, da trage ich natürlich noch was anderes, aber ihr seht sie hier so. Da habe ich jetzt auch keine weitere Foundation, wie gesagt, drüber. Ich finde schon, dass es ganz gut passt, aber es ist wirklich einiges an Farbe. Also für alle, die
wirklich ihre vornehme Blässe im Gesicht mögen. Für die wird es nix sein, für die wird es too much sein. Aber ich finde es eigentlich echt ganz schön. Da die aber natürlich nicht so viel Deckkraft aufweist wie jetzt eine wirklich deckende Foundation, habe ich mir hiermit noch ein bisschen beholfen, um einfach meine Stirn und mein Kinn so ein bisschen abzudecken, weil sonst wäre das einfach voller roter Pusteln. Das ist die HD Matte Powder Foundation. Die benutze ich, also die habe ich ständig auf meinem Schminktisch stehen seit einigen Wochen, einfach um das Ganze hier abzumattieren und so ein bisschen abzudecken. Als Concealer habe ich diesen Rival Loves Me Color Correcting Concealer hier. Das ist die Farbe 03 Sand. Ich finde den okay, aber nicht so gut, dass ich ihn weiterempfehlen würde. Ich finde, es gibt besser deckende Concealer einfach. Ich mag den so von der Konsistenz. Der hat hier so einen klassischen schmalen Schwammapplikator. Das funktioniert alles ganz gut, lässt sich auch easy in die Haut einarbeiten. Aber ich finde, es gibt noch ein bisschen besser deckende. Deswegen kein Must-Have, würde ich sagen. Wie gesagt, habe ich so die Hauptstellen abgepudert mit dieser Foundation und so auf den Wangen habe ich abgepudert mit dem Rival Loves Me Vibrant Vibes Soft Radiance Finishing Powder. Das ist halt ein leuchtendes Puder und ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Das macht so einen richtig schönen, schon soften Glow, also wenn ihr nicht so auf diesen krassen Highlighter, ich sehe dich sofort, Glow steht, sondern dass er so ein bisschen dezenter mögt, aber trotzdem Glow mögt, dann ist dieses Puder wirklich sehr, sehr schön. Wobei es war limitiert, was erzähle ich euch das? Aber vielleicht habt ihr das ja zu Hause oder wenn Rival nochmal so eine Art Puder rausbringt, könnte ich mir gut vorstellen, jetzt so in den Sommermonaten. Das ist schon echt ganz schön. Als Bronzer hat Jan rausgesucht diesen Catrice Sun Lover Glow Bronzer. Den es, meine ich, auch noch nach wie vor im Standardsortiment gibt. Sieht ganz schön aus durch diese Swirl-Optik und ihr seht ihn auf meinen Wangen. Das ist schon ein recht warmer Farbton, also der ist schon aufwärmend, aber ich finde nicht zu rot oder orangestichig. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Ich trage ihn mit einem sehr fluffigen, sehr großen Puderpinsel auf, hauptsächlich auf die Wangen, bisschen am Haaransatz, bisschen am Kinn, bisschen den Hals runter und der sieht einfach wirklich sehr schön frisch aus, hat auch einen leichten Glow mit drin, also ist wirklich ein schöner Bronzer. Ich mag den. Blush Summer Attack LE von P2. Das ist die Farbe 010 Sunrise Glow. Wirklich wunderschöner Pfirsichton, sieht einfach sehr, sehr schön frisch auf den Wangen aus. Ist nicht so krass stark pigmentiert, beziehungsweise ich trage meistens nur eine Schicht Blush auf, die dann auch relativ schnell nach wenigen Stunden verschwindet. Es gibt wenige Blushes, die es schaffen, wirklich den ganzen Tag zu halten. Das ist jetzt keiner davon, trotzdem ist es eine wunderschöne Farbe. Und Highlighter ist eigentlich so ein Weihnachts-Highlighter, aber ich finde die Farbe schon auch sehr passend zu diesem eher warmen Farben. Und zwar Essence Cookies for Santa Baked Highlighter. Den gab es, glaube ich, im vorletzten Jahr. Super schön. Essence Highlighter sind, finde ich, meistens sehr empfehlenswert, vor allem aus LEs. Super, super schön und duftet nach Keksen. Lidschatten durfte Jan jetzt nicht aussuchen, suche ich mir auch für meine Schminkboxen nicht extra aus, weil ich da ja meine ABC-Palettenserie gerade habe. Ich bin nach wie vor beim Buchstaben M. Ich habe heute drauf die Morphe Madison Beer Palette. Da trage ich diesen Mauve-Farbton, das Braun, diesen Farbton und diesen Farbton. Eyeliner und Kajal sind bei mir in diesem Video mal wieder gleich. Was bringt es mir da abzuwechseln, wenn die Farben eh immer schwarz sind? Also, den Eyeliner habe ich hier von Essence. Essence Eyeliner Pen Extra Long Lasting. Und der ist mir tatsächlich heute gekippt quasi, beziehungsweise hat seinen Zenit überschritten. Bis gestern hätte ich euch gesagt, der ist richtig gut. Heute sage ich, er hält nicht so lange wie zum Beispiel das Pendant von Catrice, der Calligraph Pro Eyeliner oder so. Von dem war ich so begeistert, weil der so lange mir gehalten hat. Ich konnte ihn so lange benutzen.
Der war wirklich ganz, ganz toll. Den hier benutze ich nicht so lange, aber auch schon ein paar Wochen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie nach einer Woche leer gegangen ist. Was mir jetzt einfach aufgefallen ist, dass diese Filzspitze, die eigentlich wirklich super schön ist, mir auch persönlich fein genug ist, ein kleines bisschen angetrocknet ist. Also man sieht es auch, wenn man genau hinguckt, sodass einfach der Stift nicht mehr so gleitet über die Haut, sondern so ein bisschen stockt. Mir ist heute der Wing überhaupt nicht gelungen damit. Also da musste ich sehr viel korrigieren. Das ist alles so ein bisschen wischiwaschi heute. Ist halt einfach jetzt drüber. Trotzdem hat der mehrere Wochen problemlos gemalt. Aber wie gesagt, nicht so lange wie der von Catrice. Und der von Catrice ist auch einfach so ausgetrocknet, indem er irgendwann nicht mehr so viel Farbe abgegeben hat und nicht so wie der hier, der anfängt zu stocken und zu schmieren. Kajalstift auch schon seit Monaten, glaube ich, Maybelline Lasting Drama Gel Pencil. Benutze ich immer für die obere und untere Wasserlinie. Die Mascara, die Jan ausgesucht hat, war die Maybelline The Colossal Big Shot Mascara. Die ist mir jetzt tatsächlich eingetrocknet. Also ich habe sie heute extra nochmal für das Video verwendet. Ich mag die Mascara total gerne. Ich habe die wirklich lange und oft in Anwendung gehabt. Aber jetzt ist einfach das Bürstchen halb eingetrocknet, halb verklumpt. Also das geht jetzt wirklich nicht noch eine Runde. Deswegen kommt sie jetzt in das Aufgebrauchtkörbchen. Aber die ist wirklich, wirklich toll. Und ich meine, die gibt es auch noch im Standardsortiment. Für die Augenbrauen ist es ein Augenbrauenpuderstift geworden. Und zwar von der Marke DS. Das ist eine Marke, die könnt ihr nicht im Laden kaufen, sondern nur online oder über Vertreter. Habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist der Eyebrow Styler in der Farbe Light. Die Farbe Light ist super schön, finde ich, so für aschblondes, dunkelblondes Haar. Das ist hier einfach so ein Schwämmchen, was in dieser Hülle mit Puder drin steckt und was dann einfach Produkt darüber aufnimmt, dass man den Stift wieder zudreht. Und hier ist noch so eine Kammbürste dran. Damit kann man eben Augenbrauen gut auffüllen, aber wenn man jetzt wirklich lückenhafte Augenbrauen hat, wo man wirklich Härchen nachmalen möchte, da reicht so ein Puder natürlich nicht aus. Aber ich finde es ganz schön. Es gibt gut Produkt ab, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und wie gesagt, die Farbe finde ich super. Und dann habe ich das Ganze noch so ein bisschen fixiert mit diesem Augenbrauengel von Essence und Merve. Aus der Kollektion gibt es aber leider nicht mehr. Und zum Schluss gab es dann noch ein Lippenprodukt und zwar dieser Maybelline Ultimate, ich schreibe euch die genaue Bezeichnung in die Infobox, in der Farbe 499 More Blush, ist so ein rausdrehbarer, etwas schmalerer Lippenstift, finde ich, ist super schön von der Form, um die Lippen damit auszufüllen, ohne dass man Lip Liner braucht. Und das ist eben ein matter oder so ein seidig matter Lippenstift, der sich gut auf die Lippen setzt, nicht verschmiert und das finde ich auch eine schöne Farbe. Achso, Fixing Spray ist auch wieder in allen Videos gleich. Das mache ich einfach leer, da wechsle ich nicht hin und her. Ist von Catrice das Clean ID Glow Prime and Fix Spray. Finde ich ganz gut. So, Schminkbox 2, da blende ich euch, wie gesagt, Clips ein, wie ich die jeweiligen Produkte aufgetragen habe. Fängt an mit Sonnencreme. Wenn ich weiß, ich bin am Tag über eine längere Zeit draußen, bin ich mittlerweile meistens so klug, Sonnenschutz aufzutragen. Und zwar habe ich für diese Schminkboxen jetzt verwendet von Yepoda den The SPF BFF. Gibt es einen Lichtschutzfaktor 30 und 50. Ist eine leicht getönte Creme, die ihr theoretisch, wenn ihr nicht viel abdecken möchtet, auch solo tragen könnt tatsächlich. Ist relativ fest von der Konsistenz, also nicht so sonnenmilchig, sondern schon so ein bisschen fester. Man muss schon so ein bisschen Arbeit aufwenden, um die einzuarbeiten ins Gesicht. Ist jetzt aber auch nicht übertrieben schlimm oder anstrengend. Also es ist einfach nur von der Konsistenz ein bisschen ungewohnt fest einfach für eine Creme. Aber trotzdem lässt sich die leicht, aber trotzdem
trotzdem lässt sich die gut auftragen und überall kommt was hin. Ne? Also nicht, dass ihr das jetzt irgendwie falsch versteht, dass das irgendwie sich hin und her schiebt. Nein, es ist schon eine Creme, das kriegt ihr problemlos überall ins Gesicht aufgetragen. Und dann gehe ich da eben mit einer Foundation oder auch einem Primer nochmal drüber. Aber das ist so meine Base gewesen bei den Schminkboxen. Für Yepoda, ihr wisst, habe ich einen immer gültigen Rabattcode, falls ihr da mal shoppen wollt. Es gibt ja jetzt auch ganz neu, habe ich gesehen, eine Cushion Foundation. Die erste Foundation von Yepoda. Falls ihr euch die vielleicht mal anschauen wollt, in der Infobox steht ein Rabattcode für euch. Was ich auch immer gerne verwende, bevor ich mit Make-up anfange, ist ein Lippenbalsam. Da habe ich immer noch den La Prosan Choco Latte Lippenbalsamstift. Guck mal, der ist jetzt auch schon fast aufgebraucht. Primer bei Schminkbox Nummer 2 ist dieser hier von Avon. Das ist eine Marke, ihr glaubt nicht, wie teuer die Produkte sind, wenn ihr das zum Beispiel bei Douglas sucht. Die Marke war aber schon ein paar Mal in zum Beispiel Douglas Adventskalender drin oder in so Beauty-Abo-Boxen. Dadurch habe ich den auch. Das ist der Pro Collagen. Das ist der Pro Perfecting Collagen Primer Touche Eclat. Keine Ahnung. Ich habe wirklich geguckt, ob ich irgendwie eine Weichzeichnung sehe oder irgendwie einen Effekt, den der macht. Ich konnte aber nichts erkennen. Heißt nicht, dass der Primer schlecht ist. Also um Gottes Willen, vielleicht ist der auch wirklich super feuchtigkeitsspendend gewesen und total gut für meine Haut. Aber gesehen hat man auf jeden Fall keinen Effekt. Als Foundation habe ich benutzt von Essence die Hydro Hero Hydrating Tinted Cream. Ist ja jetzt neu rausgebracht worden und ist ein absolutes Hype-Produkt. Ich frage mich, warum der das damals nicht war. Ich liebe den auch schon. Also vielleicht muss ich den neuen noch unbedingter ausprobieren, aber eigentlich möchte ich da erstmal ein bisschen aufbrauchen. Ich habe ihn in der Farbe 10, Soft Nude. Es kann sein, dass es den online vielleicht sogar noch gibt. Das ist einfach eine wunderschöne, getönte, pflegende Tagescreme. Sieht super schön aus, super glowy. Mag ich extrem gerne. Concealer ist der Fit Me Concealer von Maybelline geworden oder gewesen. Der hat auch so einen kleinen Schwammapplikator. Ich finde ihn okay, aber verglichen mit meinen Lieblingsconcealern von Catrice oder von NYX eigentlich nur durchschnittlich. Abgepudert habe ich einmal mit dem Catrice-Produkt, was ich euch eben schon gezeigt habe, sowie mit diesem Produkt hier von Rival de Loop Young damals noch. No Filter Needed Loose Blur Powder. Es gibt aber ein ganz ähnliches Produkt, mittlerweile auch im Standardsortiment. Das hier hat 4 Farben, die... Ich kriege den Deckel leider nicht mehr richtig zu. Hier über so einzelne Fächer und Löcher rauskommen. Man kann also ein bisschen variieren, welche Farben man jetzt möchte. Es ist ein super fein gemahlenes Puder, das auch wirklich so einen leichten Weichzeichner-Effekt hat, was wirklich gut mattiert. Und wie gesagt, würde sich jetzt der Deckel noch schließen lassen, wäre es noch besser. Aber das passiert hier. Aber das kriege ich leider nicht mehr hin. Trotzdem finde ich das Puder ganz schön. Ach so, und das Essence Winter Dreaming Puder hier, was ich die letzten Monate auch immer getragen habe, habe ich da auch nochmal für verwendet, aber ich werde das jetzt als beendet und aufgebraucht erklären. Im Rand befindet sich zwar noch Produkt, aber da muss ich meinen Pinsel so zusammenquetschen, um das da wirklich noch richtig aufnehmen zu können, da habe ich keine Lust zu. Das kommt jetzt ins Aufgebrauchtkörbchen. Als Bronzerprodukt habe ich verwendet von Rival de Loop das Deluxe Selection Shimmer Powder. Das war mal eine LE. Ich finde es nicht so passend irgendwie für meinen Hautton. Es ist doch etwas sehr dunkel und mir ist einfach aufgefallen und Jan hat mich auch darauf angesprochen, irgendwie sieht das komisch aus heute auf deinen Wangen. Und ja, mir hat es persönlich auch nicht gut gefallen im Endeffekt. Deswegen werde ich das hier noch aussortieren. Blush habe ich nicht benutzt. Ich habe noch das Dior. Ich habe es jetzt leider nicht hier, ich habe es schon weggebracht. Dior, ich blende es euch ein, Summer Air, was weiß ich, Glow Powder verwendet. In der Kombination mit diesem Bronzer, der mir nicht gefallen hat, hat es auch komisch ausgesehen. Aber ich habe es danach nochmal ohne diesen Bronzer getragen. Da hat es mir besser gefallen. Aber irgendwie habe ich noch nicht so die perfekte Kombination für dieses Puder, was so leicht aprikofarben ist, gefunden. Da muss ich noch mal ein bisschen mit rumprobieren. Die Lidschattenpalette, die ich für den Look verwendet habe, ist von Lethal Cosmetics die Memento Palette.
War so eine fertig zusammengestellte Palette, gibt es glaube ich aber nicht mehr. Wunderschöne Farben, mag ich richtig gerne, auch eine ganz tolle Qualität. 3 matte Farben haben wir hier drin und 3 Schimmertöne. Die Schimmertöne habe ich mit dem NYX Glitter Primer zusammen aufgetragen. Den habe ich in letzter Zeit fast täglich verwendet, heute habe ich ihn mal nicht drauf, um einfach Schimmertöne noch besser zur Geltung kommen zu lassen und auch besser haltend zu machen auf dem Lid, dass weniger Schimmerpartikel runterbröseln. Ja, hier seht ihr nochmal den Catrice Calligraph Eyeliner in Action, bevor er dann seinen Geist aufgegeben hat. Wie gesagt, den finde ich super, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Das mache ich jetzt nicht täglich, aber ab und zu mal meine Wimpern zu biegen mit meiner Tigger-Wimpernzange von Catrice aus dieser Winnie Pooh-Kollektion aus dem letzten Jahr. Kann sogar sein, dass es die noch gibt. Als Mascara habe ich benutzt die MAC Stack Mascara. Die fand ich im First Impression Video dazu mega. Die hat mir so gut gefallen vom Effekt her. Jetzt, als ich die nochmal ein paar Mal öfter verwendet habe, muss ich sagen, irgendwie hat die nicht jeden Tag funktioniert. Ich weiß nicht, ich schmink meine Augen, meine Wimpern eigentlich jeden Tag gleich ab. Und ich weiß nicht, warum die an einem Tag wirklich furchtbar geklumpt hat. Am anderen Tag war sie okay, aber sie war nicht so gut wie ganz am Anfang. Also ich habe jetzt von einer Zuschauerin den Tipp bekommen, dass ich mal das Bürstchen einfach mit einem Kosmetiktuch komplett sauber machen soll und dann nochmal das Ganze versuchen soll. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Für die Augenbrauen habe ich von Alverde diese Augenbrauenpomade verwendet. Ich weiß gar nicht, ob es die noch im Standardsortiment gibt. Falls ja, kann ich sie euch sehr weiterempfehlen. Die habe ich schon relativ lange in der Farbe Ash Taupe, auch eine super Farbe für dunkelblonde Haare. Und die ist bisher noch in keinster Weise eingetrocknet. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Die hat hier oben im Deckel den abgeschrägten Pinsel, um das Produkt aufzunehmen und auf die Augenbrauen aufzutragen. Und ich finde, das kommt wirklich in einer sehr, sehr angenehmen Menge raus. Pomaden sind ja manchmal wirklich sehr, sehr intensiv pigmentiert, sehr, sehr cremig und geben einfach sehr viel Produkt ab. Hier ist es wirklich ideal, nicht zu wenig, nicht zu viel. Ich mag die echt gerne. Die Augenbrauen fixiert habe ich mit dem Brow Fix Soap Stylist von Catrice, der auch schon echt abgenudelt aussieht, aber ich benutze ihn, wie gesagt, sehr regelmäßig. Manchmal mag ich ihn, manchmal nicht. Es kommt immer sehr drauf an, mit welchen Produkten ich ihn kombiniere. Mit der Pomade hat er sich ganz gut verstanden. Als Lippenprodukt habe ich benutzt von NYX den Lingerie Liquid Lipstick in der Farbe 06 Push Up. Ich weiß gar nicht, ob es die ursprünglichen Lingerie Liquid Lipsticks noch gibt. Falls ja, sehr, 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 sehr schöne Farbe. Toller Nude-Ton. Das ist einfach ein Liquid Lipstick, der sich auch unfassbar schön und easy auftragen lässt über diesen Schwammapplikator. Auch hier, finde ich, braucht man nicht zwangsläufig einen Lip Liner. Der trocknet matt an, trocknet fest an. Was der macht, er betont schon sehr die Lippenfältchen. Das ist bei diesen ursprünglichen Lingeries schon sehr auffällig. Ich finde, wenn man sich heutzutage Liquid Lipsticks kauft, die matt antrocknen, ist das Ganze nicht ganz so extrem trocken, also dass die Lippenfältchen nicht ganz so extrem betont werden, weil die vielleicht einfach so von der Textur so ein bisschen seidiger sind als diese hier, aber trotzdem von der Farbe her, Auftraghaltbarkeit, schön. Und das Fixing Spray habe ich euch eben schon gezeigt. Dann komme ich zur dritten und letzten Schminkbox für dieses Video. Ich habe auch hier die Yepoda Sonnencreme als Base benutzt, dann weitergemacht mit meinem geliebten Catrice Under Eye Brightener. Super schön, super, super schön. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, ist der öfter auch wieder zu bekommen. Also ich habe ihn jetzt in verschiedenen Online-Shops verfügbar gesehen. Ist eine ganz, ganz tolle Creme. Gebe ich mir hier so unter die Augen, vor allem in den Innenwinkel, um die einfach ein bisschen wacher aussehen zu lassen. Für helle Hauttöne ist dieser Rosaton gut geeignet und für dunklere Hauttypen gibt es auch eine gelbliche Variante. Primer war in dieser Woche der Erborian Korean Skin Therapy Pink Perfect Creme
Primer, die Pink Perfect Cream. Den finde ich ganz schön, muss ich sagen, weil der so eine leicht silikonige Textur hat. Ich benutze den vor allem gerne so um meine Nase herum und hier so bei den Runzelfalten, um da einfach so ein bisschen weich zu zeichnen. Ich gebe ihn auch tatsächlich gerne unter die Augen, weil auch da wird die Haut nicht jünger. Und ich finde, der macht so einen leichten Weichzeichner-Effekt. Also da sehe ich einen Effekt und den finde ich dementsprechend ganz gut. Als Make-up habe ich verwendet dieses Got to Be All My Nude Make-up. Die Marke gibt es ja jetzt nicht mehr, warum auch immer. Das Make-up finde ich okay. Es ist ein, ich würde sagen, so ein normales Drogerie-Make-up, kommt hier über so einen Pumpspender. Ich habe es in der Farbe 030 Canvas, gab es, glaube ich, in relativ vielen verschiedenen Farben. Ist mittel von der Deckkraft, ist schön vom Finish her, frisch, ist okay. Der Concealer, den ich benutzt habe, habe ich hier jetzt gerade nicht mehr in meiner Box drin. Es ist aber von Catrice der Awake. Irgendwas mit Awake Concealer schreibe ich euch auch in die Infobox, falls es euch interessiert. Aber das ist ein Concealer, den würde ich nicht weiterempfehlen. Der hat als Applikator so einen kleinen Puschel obendrauf, der aber, ach, der ist echt grottenschlecht. Der wird sehr, sehr schnell schmierig und den habe ich dann abgemacht und den Concealer einfach so rausgedreht auf meinen Handrücken und dann mit dem Beauty-Schwämmchen aufgetragen. Es gibt ja diese Schwämmchen, die auch gut funktionieren auf so Concealern. Also zum Beispiel beim Löscher von Maybelline hatte ich noch nie Probleme, dass der Schwamm irgendwie eklig wurde oder sich abgelöst hat. Beim Nabla Concealer ist es mir passiert, dass der sich abgelöst hat. Also es können scheinbar nicht alle Firmen so einen Puschel-Concealer herstellen. Aber auch was letztendlich an Concealer-Leistung aufs Auge gekommen ist, fand ich auch nur so durchschnittlich. Also Catrice hat definitiv bessere Concealer. Als Puder habe ich benutzt das Anti-Shine Mattitude Puder von Astor. Ich weiß gar nicht, ob man diese Marke überhaupt noch bekommt, maximal online. Ist ein ganz solides, gepresstes Puder. Habe ich jetzt auch schon ordentlich Hit the Pan drin. Das ist jetzt der Nachfolger vom Essence Puder, was ich jetzt einfach so lange hier stehen lasse, bis es aufgebraucht ist. Als Bronzer bzw. Contour habe ich verwendet von Maybelline den Master Sculpt. Gibt es, glaube ich, nicht mehr im Sortiment, oder? Habe ich auf jeden Fall ewig nicht mehr gesehen. Hat hier auch noch so eine kleine Highlighter-Seite, die benutze ich aber nicht. Ich gehe in den Konturton. Und der ist hell, das ist die Farbe, kann ich das hier irgendwo noch sehen? 01 Light Medium. Also Light Medium finde ich jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Ich finde, es ist wirklich light. Also für wirklich helle Hauttypen ist er ganz gut geeignet, um einfach so eine leichte Kontur zu haben. Ist ein relativ aschiger Farbton. Wenn man einfach so ein bisschen konturieren möchte, ist es okay. Ich finde aber, es gibt mittlerweile bessere. Blush und Highlighter habe ich aus dieser Palette hier rausgenommen. Catrice Addicted to Sorbets. Sorbets Face Palette. Und zwar habe ich benutzt diese beiden Farben hier. Mit den beiden unteren Farben kann ich nämlich nicht so viel anfangen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich diese Palette vielleicht beim nächsten Mal aussortiere. Aber dieser Peach Blush mit diesem goldenen Schimmer und dieser Pear leicht gelbliche Highlighter, also das finde ich schon schön und auch gut von der Qualität. Als Lidschattenpalette habe ich von Colourpop die Ménage Armoire Palette verwendet. Ist eine sehr, sehr solide Colourpop Palette. Ich glaube, es gibt sie mittlerweile nicht mehr. Aber Colourpop kann ich euch als Marke sehr, sehr empfehlen, wenn ihr mal Lust habt, dort zu bestellen. Ist ein bisschen aufwendiger, ist ein bisschen teurer, weil es aus den USA kommt. Aber die Lidschattenpaletten sind in den meisten Fällen wirklich super gut. Eyeliner und Kajal waren die aus der ersten Schminkbox. Eyeliner und Kajal habe ich euch gezeigt. Von Essence ist es die Mascara hier geworden. Die Volume Stylist Curl and Hold Mascara. Ich habe die hier in dieser LE-Version mit diesen Pusteblumen drauf. Die gab es aber auch unbedruckt im Standardsortiment. Ich weiß nicht, ob die auch immer noch aktuell ist. Falls ja, könntet ihr euch die auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde die wirklich sehr schön. Ich finde, die macht wirklich einen sehr schönen, auffächernden Wimpern,
Effekt, also einen schönen Wimpernfächer einfach. Ein schönes Volumen, nicht too much, aber es sieht einfach nach einem sehr schönen Wimpernkranz aus. Und so eine Löffelbürste, also eine Fasernbürste, keine Gummibürste. Die Mascara ist zwar jetzt auch fast leer bei mir, aber solange die noch funktioniert, benutze ich die sehr, sehr gerne. Als Augenbrauenstift habe ich den Maybelline Brow Ultra Slim Defining Pencil benutzt in der Farbe Blonde. Ist ein, wie der Name sagt, sehr, sehr feiner, rausdrehbarer Augenbrauenstift. Der sieht so ein bisschen komisch gelblich aus, aber es ist auch eine sehr passende Farbe wieder für meine Haare. Ich finde den nicht schlecht, der malt halt wirklich sehr, sehr präzise durch diese wirklich dünne Mine und der hält mir auch schon ganz gut. Also ich finde diese ultra slim Augenbrauenstifte, die gehen ja wirklich auch dementsprechend schnell leer, ne? Weil die sich halt schneller abnutzen durch diese dünne Mine. Aber dafür hält er mir schon tatsächlich ein paar Wochen sogar. Ich habe den nämlich auch über diese Schminkbox-Woche hinaus noch benutzt, immer mal wieder. Also das ist gar nicht so schlecht. Trotzdem finde ich persönlich auch einfach normale Augenbrauenstifte gut. Die kann man sich ja auch spitz anspitzen. Ne? Also ich brauche jetzt nicht unbedingt so ein Slim-Dings. Fixiert habe ich wieder mit dem Essence Merve Gel. Und dann habe ich noch eine ganz schöne Lippenkombination verwendet und zwar von Manhattan, den guten alten Lip Liner in der Farbe 59 G oder Y, schreibe ich euch auch in die Infobox. Ist ein super, super schöner, nudiger Lip Liner, der gleitet schön über die Lippen. Ich habe ihn benutzt, um die ganzen Lippen damit auszufüllen und dann bin ich rübergegangen mit einem Lipgloss von Ofra. Das ist ein transparenter Lipgloss, aber mit so ein paar silbrigen Schimmerpartikeln, um einfach noch so ein bisschen Glanz auf die Lippen zu bringen, aber diese schöne Grundfarbe vom Lipliner zu haben. Und ich fand das wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination. Also vor allem diesen Lipliner kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist ja so ein Ding, den kennt, glaube ich, jeder. Den gibt es schon ewig und auch immer noch. Ich habe mich letztens gewundert, ob die Preise dafür angehoben haben oder ob der schon immer für einen Lipliner so teuer war. Aber er ist wirklich wunderschön. Und dann kam wieder dieses Fixing Spray und dann sind wir mit den drei Schminkboxen jetzt am Ende. Der Akku blinkt auch, deswegen mache ich es jetzt schnell. Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, welche Schminkbox, welcher Look euch dann am besten gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren. Und was euch sonst noch einfällt? Ich sage Tschüss für heute, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.